Angriff aus dem Inneren. Bettina Krüger leidet an chronischen Schmerzen. Schon seit über 15 Jahren lebt sie damit. Irgendwie. Eigentlich ist es der Rücken, der ganze Kaskaden von Alarmsignalen Richtung Gehirn schickt. Aber bei starken Attacken strahlt der Schmerz in den ganzen Körper aus. Ich hatte dann teilweise auch die Situation, dass ich die Finger nicht mehr gespürt habe, den Hals nicht bewegen konnte, nicht richtig schlucken konnte, schlecht schlafen, dadurch schlechte Laune. Ja, der ganze Alltag ist eigentlich vollkommen durcheinander. Das Herz öffnen, ein. Die Finger abklappen, aus. Jahrelang kann keiner der dreifachen Mutter helfen. Sie rennt von Arzt zu Arzt. Irgendwann überweist sie einer an die städtische Schmerztagesklinik Schwabing. Hier bekommt die 45-Jährige jetzt eine multimodale Schmerztherapie. Sie lernt Qigong und Übungen zur Stabilisation der Tiefenmuskulatur. Das Erlernte kann sie dann selbstständig zu Hause einsetzen. Bei der multimodalen Schmerztherapie kommen bis zu 8 interdisziplinäre Behandlungsangebote zum Einsatz. Die Ärzte nehmen sich für die Schmerzpatienten besonders viel Zeit. Was hilft, wird angewendet. Auch Schmerzmittel sind kein Tabu, wenn sie Erleichterung bringen. Dieses komplexe Verarbeitungsnetzwerk, das den Schmerz ausmacht, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das ist der Gedanke, auf den wir diese Therapie basieren. Und die Idee der multimodalen Schmerztherapie ist nun, die Faktoren, die bei Menschen, die solche Schmerzen länger haben, zu versuchen zu analysieren und wirklich auf die einzelnen Faktoren individuell einzugehen. Wir haben ja Bettina Krüger hat einen persönlichen Behandlungsplan. 2 Tage pro Woche ist sie jetzt für rund 8 Stunden in der Schmerztagesklinik. Die Behandlungspläne werden für jeden Patienten individuell zusammengestellt. Momentan sind rund 230 Menschen mit chronischen Schmerzen am Klinikum Schwabing in Behandlung. Ärzte und Therapeuten werten den Fortschritt für jeden Einzelnen in täglichen Besprechungen aus. Die Mischung aus Psychotherapie, Physiotherapie und Entspannungsübungen zeigt bei Bettina Krüger erste Erfolge. Sie fühlt sich dem Schmerz jetzt nicht mehr hilflos ausgeliefert. Ich weiß, dass ich das halt jetzt in der Hand habe oder regeln kann. Das hatte ich halt vorher nicht, das Gefühl. Ich dachte immer, das kommt aus dem heiteren Himmel. Und das gibt mir jetzt da so ein bisschen mehr Sicherheit eigentlich, muss ich sagen. Sicherheit und Zuversicht, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommt. Mit der multimodalen Schmerztherapie hat Bettina Krüger jetzt wieder eine Perspektive und eine schmerzfreie Zukunft.